Hallo, mein Lieben, ich zeige euch jetzt mal ein paar Vitamine, die ich regelmäßig zu mir nehme. Das ist eins von meinen Eisenpräparaten. Die haben einen Kirschgeschmack. Und zwar sind sie flüssig und die musst du halt mit Wasser verdünnen. 3 Pipettenhübe pro Tag. Das heißt, das kommt in mein Wasser rein. Das habe ich mir jetzt schon mal aus meiner Wasserbar gezogen. Dann habe ich hier noch mein Vitamin D mit K2. Das verdünnt ihr nicht, das tropft ihr euch direkt auf die Zunge. Hier stehen zwar 2 Tropfen pro Tag. Ich dosiere mich gerne über. Ich nehme ein bisschen mehr. Und dann haben wir auch noch Zink. Das wird genauso mit Wasser verdünnt. Hier hinten steht nochmal alles drauf. 3 Pipettenhübe pro Tag. Und mein Vitamin C. Das ist mein Vitamin C. Das ist mit Orangengeschmack. Das schmeckt auch richtig lecker. Ich mag das auch extremst. Jeden Morgen trinken. Mein Eisen nehme ich immer, wenn ich halt meine Frauenprobleme habe. Da sollte man natürlich seinen Eisenspeicher sehr, sehr stark auffüllen. Kann ich nur jedem empfehlen. Schmeckt richtig lecker und ist auch sehr, sehr gut verträglich. Eisen ist ja bekannt dafür, dass man es nicht so gut verträgt. Das hier kann ich ganz gut trinken, ohne irgendwelche Probleme. Ja, kann ich euch nur empfehlen. Schreibt euch mal einen Code auf, 122068. Mit dem gibt es nämlich 20% Rabatt. Und ja, bald ist auch Black Friday. Ich weiß nicht, ob die dann nochmal... Das werden wir dann sehen, ne? Vielleicht habt ihr Glück und die sind Black Friday noch günstiger. Und hier habe ich mein Vitamin C, was ich mir jetzt zubereite. Mal 3 Hübel. Und so einfach ist das schon getan.